Kritik an Russland und fängt die USA Mobilfunkdaten per Flugzeug ab? Mein Name ist Arne und hier kommen die Flash News. Diesen Samstag und Sonntag treffen sich die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Brisbane in Australien beim G20-Gipfel. Eigentlich sollen dabei wirtschaftliche Themen diskutiert werden, bislang geht es aber vor allem um Russland. NATO-Generalsekretär Stoltenberg warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, den Konflikt in der Ostukraine zu fördern. Stoltenberg sagte: "Wir haben in den letzten Tagen beobachtet, dass Russland erneut Waffen, Ausrüstung, Artillerie, Panzer und Raketen über die Grenze in die Ukraine gebracht hat. Präsident Putin hat klar die Vereinbarungen zur Waffenruhe gebrochen und erneut die Integrität der Ukraine verletzt." Außerdem kritisierte Stoltenberg, dass Russland Kampfjets fliegen lasse, die ihre Identifikationsdaten nicht per Transponder-Codes übermitteln und deshalb eine Gefahr für den zivilen Luftverkehr darstellen würden. Kurz vor Beginn des Gipfels hatte Russland ein Kriegsschiff vor der australischen Küste positioniert. Und das ist auch da, wo der G20-Gipfel stattfindet. Das ist zwar legal, wird aber von der NATO als Machtdemonstration und Provokation Russlands angesehen. Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, beim G20-Gipfel direkt mit Putin reden zu wollen. Sie will dabei über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sprechen. Der US-Präsident Barack Obama will ein Verbot aufheben, das es dem amerikanischen Militär untersagt, mit Truppen zusammenzuarbeiten, die Menschenrechte verletzen. Obama will diese Ausnahme von dem sogenannten Leahy-Gesetz erreichen, weil er mehr Verbündete im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat braucht. Sein Plan ist es, 1,6 Milliarden Dollar dafür auszugeben, irakische und kurdische Kämpfer zu schulen. Der Kongress muss diese Summe erst noch bewilligen. Das Problem dabei ist, dass vor allem irakische Soldaten immer wieder die Menschenrechte verletzt haben. Sie sollen während der Regierungszeit des irakischen Ex-Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki Zivilisten beschossen und sunnitische Gefangene ermordet haben. Theoretisch dürfte die USA also die irakischen Soldaten nicht ausbilden, wenn sie sich an das Leahy-Gesetz halten wollen. Dieses Gesetz wurde 1997 verabschiedet und besagt, dass die US-Regierung keine militärischen Einheiten unterstützen darf, die unter dem Verdacht grober Menschenrechtsverletzungen stehen. Als Menschenrechtsverletzungen werden Mord, Folter und das Inhaftieren von Personen ohne Gerichtsurteil angesehen. Obama fordert nun, dass der Verteidigungsminister Chuck Hagel jede Maßnahme aufheben können soll, die Militärausgaben verbieten, einschränken, begrenzen oder in sonstiger Weise hemmen könnte. Nach Angaben des Wall Street Journals sollen die USA mit an Flugzeugen angebrachten Mobilfunksendern die Daten von zehntausenden US-Bürgern abfangen. Diese Methode soll angewendet werden, um flüchtige Straftäter zu verfolgen. Durch die Flüge soll der Aufenthaltsort einer Person bis auf 3 Meter genau bestimmt werden können. Angeblich soll das Abhörsystem die Daten nicht verdächtiger Personen automatisch erkennen können und sie dann verwerfen. Laut des Berichts soll dieses Überwachungssystem schon seit 2007 im Einsatz sein. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte diese Enthüllungen bislang nicht und betonte, dass die Behörden sich an das geltende Bundesgesetz halten. Mehr zu den Abhörpraktiken der NSA findet ihr hier und hier auch noch mehr Infos zu Russland und der Krim-Krise. Findet ihr Stoltenbergs Vorwurf gegenüber Putin gerechtfertigt? Und was haltet ihr davon, dass Obama das Leahy-Gesetz umgehen will, um den IS zu bekämpfen? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren und jetzt noch ein schönes Wochenende und bis bald.